Ein langer Sommer geht vorbei. Zahlreiche Formate unterhielten die Zuschauer des Senders Rocket Beans TV. Besonders von einer Neuentwicklung erhofften sich die Macher große Erfolge. Einen Meilenstein der Unterhaltungsindustrie. Wir sind heute hier für ein Format, das sich Teilerfolg nennt. Wir werden heute gegeneinander kompetitiv die Seele aus dem Leib uns puzzeln. Hallo, hallo, auch von mir hier aus meinem Kommentatorenbereich. Doch es kam ganz anders. Wir waren völlig perplex, wir konnten gar nicht glauben, was passiert ist. Sowas darf einfach nicht passieren. Ich kann es nun mal nicht rückgängig machen. Für einen Tag im fortgeschrittenen September herrschen in Hamburg hohe Temperaturen, als die Sendung Teilerfolg ihre Premiere feiert. Ja, Andreas kam schon vor einiger Zeit auf mich zu und hatte die Idee im Kopf. Klingt erstmal ungewöhnlich, eine Show übers Puzzeln zu machen, aber hey, warum denn nicht? Und je mehr dann diese Idee gereift ist, desto mehr haben wir uns auch verliebt in die Idee. Lisa Handirk ist damals als Kandidatin vor der Kamera dabei. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist sie als Assistentin der Geschäftsführung und Pressesprecherin im Unternehmen aktiv. Inzwischen arbeitet sie als Assistentin der Geschäftsführung und Pressesprecherin und führt uns zum Platz des Geschehens. Hier stand der Tisch, da saß ich, da saß Andreas, hier stand das Rad und wir haben gepuzzelt. Wir haben die Durchlaufprobe wie immer gemacht und da war auch alles gut. Eigentlich lief alles soweit ganz gewöhnlich ab. Marc hat sich noch was zu trinken von der Aufnahmeleitung bringen lassen, aber dabei habe ich mir nichts weiter gedacht. Also ich war eigentlich nur überrascht, was für eine Menge Marc da in einem Zug weggetrunken hat. Ja gut, mir war warm, die Anspannung war da. Ich habe einfach diese Flasche genommen, einen riesen Schluck genommen und als ich sie mir so angucke, naja, da habe ich es halt gesehen so. In der Hektik vor der Show erwischt ein Praktikant der Aufnahmeleitung statt stillem Wasser eine Flasche, die mit Kohlensäure versetzt wurde. Das im Alltag völlig ungefährliche Gas kann in Moderationssituationen zu gravierenden Situationen führen. Sunny, it's gonna get... Ja, es war für uns ein riesiger Schock. Jeder von uns weiß, was passieren kann, wenn man so eine riesige Menge Kohlensäure trinkt. Und wir waren live. In einer Live-Sendung kannst du nicht einfach irgendwas rausschneiden. Ich wurde direkt angerufen, als der Fehler bemerkt wurde und habe mich umgehend auch mit unserem Senderleiter in Verbindung gesetzt, um eine Lösung zu finden, ob wir kurzfristig Ersatzprogramm finden. Absagen war eigentlich nie eine Option. Die Teaser liefen schon seit ein paar Tagen, die Leute saßen vorm Fernseher und haben darauf gewartet, dass es losgeht. Ja, wir haben es ja auch im Chat gesehen. Die Leute wollten dann einfach auch Teilerfolg sehen. Die Leute waren heiß auf diese Show. Das war schon eine ganz besondere Art von Anspannung, die sich da in einem so aufgebaut hat. Ich meine, so ein Format hat es bis dato einfach nicht gegeben. Und so eine Stunde vorher saß ich schon vorm Bildschirm und konnte es kaum erwarten. Wir haben uns dann entschieden, das Risiko einzugehen. Pünktlich um 20 Uhr sind wir live gegangen. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu... Von jetzt an gibt es für das Team kein Zurück mehr. Während Andreas Linksch die Sendung routiniert anmoderiert und dem Zuschauer völlige Normalität suggeriert, laufen hinter den Kulissen die Maßnahmen zur Vermeidung eines medialen Supergaus. Ja, wir haben natürlich in der Regie überlegt, was wir machen können. Ja, dann kam von unserer Tontechnikerin der wirklich geniale Einfall. An jedem Sender der Produktion gibt es eine sogenannte Mute-Taste, in der Szene auch Räusper-Taste genannt. Im Falle eines etwa drohenden Hustens besteht die Möglichkeit für Moderatoren und Kommentatoren, den Signalweg des Mikrofons selbstständig und manuell stumm zu schalten. Wenn du die Mute-Taste im Falle eines Räusperns drücken kannst, müsste sie auch im Falle eines Aufstoßens funktionieren. Ich habe dann per Talkback, also über diese Boxen sofort, die aus der Regie gehört, Marc, alles gut. Wir haben eine Lösung gefunden so und ab dem Moment, ganz ehrlich, war es so, okay, die Show kann laufen. So. Getrieben durch die Euphorie der neuen Erkenntnisse entwickelt sich ein launiges Showformat, das die Zuschauer begeistert. Ja, also ich habe das gesehen und ich habe direkt Mama, Papa, Schwestern, alle Mann vor dem Fernseher gerufen. Das musste einfach jeder sehen. Und dann kam Sendeminute 56.
Ja, ich habe gemerkt, okay, da passiert was. So, da sammeln sich Gase und die wollen raus. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gedacht, okay, alles cool, du drückst im richtigen Moment die Taste so und dann passiert nichts. Dafür hatten wir den Notfallplan, ja. Ein Trugschluss, von dem Sekunden später tausende Zuschauer Zeuge werden. In der Regie war erstmal Stille. Dann habe ich mich zu unserer Tontechnikerin umgedreht, sie angeguckt und sie hat auch nur Channel 2. Ja, das hatte ich mir auch schon gedacht. Wie geplant schaltet Lehmann sein Mikrofon stumm. Jedoch hatte inzwischen Andreas Schindelbeck, der zuvor als Joker Teil der Sendung war, als Co-Kommentator neben ihm Platz genommen. Ein weiteres Mikro in der Kommentatorenbox. Naja, ich gucke den Kollegen an, den Andreas Schindelbeck. Und sein Blick hat mir sofort signalisiert, okay, da könnte jetzt was schiefgelaufen sein. So. Wir haben uns dann noch eingeredet, ja, okay, ich sitze ja eine Ecke weg von seinem Mikrofon. Vielleicht hat man draußen nichts gehört. So. Aber in dem Moment lese ich es halt auch im Chat vor mir. Schulz. Ja, wir haben das dann noch zu Ende moderiert, aber... Ja. Waren durch. Wenn ich es irgendwie rückgängig machen könnte. Marc Lehmann hat nie wieder als Kommentator gearbeitet. Das Studio wird inzwischen für Formate wie Moin Moin oder Kino Plus eingesetzt. Die Sendung Teilerfolg ist nach dem Vorfall nie mehr ausgestrahlt worden.